auch erfolgreich mit einem polnischen Chor dank der Kulturvereinigung Spandau durchgeführt. Am 31. März, Mai war es zu Ende. Und ich wollte Sie alle bitten, vor allem die Chöre, ob Sie sich nicht überlegen wollen, vielleicht auch mal in die Richtung zu gehen. Es hat sich für uns sehr gelohnt. Und jetzt singen wir einen polnischen Kanon. Da dürfen alle, die den Text kennen, gerne mitsingen. Und die den Text nicht kennen, irgendwie la 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 oder wie es ihn gerade Das leite ich dann an. Wir singen es mal vor auf Polnisch und nachher mit Ihnen, aber ohne Polnisch. Wir machen hier keinen zweistündigen Polnischkurs auf Leilei. Dann noch was, Sie haben ja gesehen, die Leitung hat jetzt, wir haben das aufgeteilt heute, mein toller neuer Assistent Kazuhiro Shigematsu übernommen an manchen Liedern. Also wir haben das jetzt aufgeteilt.